Amira Pocher, heftiger Angriff auf die Pocher-Ex. Wann hat das endlich ein Ende? Die Trennung von Amira und Oliver Pocher ruft nun auch Thomas Gottschalk auf den Plan. Der Entertainer kann sich eine fiese Spitze nicht verkneifen. Die Trennung von Oliver, 45, und Amira Pocher, 31, erhitzt die Gemüter. Längst ist es nicht mehr nur eine Angelegenheit zwischen dem Comedian und seiner noch Ehefrau. Immer wieder mischen sich auch Prominente in den Rosenkrieg ein, in den gerade erst etwas Ruhe einzukehren schien. Nun mischt sich ein weiterer Star in das Geschehen ein und macht unmissverständlich klar, was er von Amira hält. In ihrem Podcast Die Supernasen haben Thomas Gottschalk, 73, und Mike Krüger, 72, schon gegen den ein oder anderen Promi geschossen. Zuletzt ließen sie das Jahr 2023 Revue passieren. Dabei konnte sich Gottschalk eine Spitze gegen Heidi Klums, 50, Tochter Leni, 19, nicht verkneifen. Doch auch eine andere Dame bekam in der Folge ihr Fett weg, Amira Pocher. Thomas Gottschalk teilt gegen Ollis Ex Amira Pocher aus. Mit seiner Meinung über Oliver Pochers Ex hält er im Gespräch mit Mike Krüger nicht hinterm Berg. Ich habe Amira für eine Maskenbildnerin gehalten, die durch Oliver eine Berühmtheit erlangt hat, die ihr nicht zusteht, stellt Gottschalk klar. Und er wird noch deutlicher, sobald sie gefühlt hat, jetzt bin ich selber quasi ein Star, hat sie Oliver abgeschoben wie eine heiße Kartoffel. Und das finde ich nicht gut. Der ehemalige Wetten, dass Moderator sieht Olli in der Trennungsschlacht als den Gewinner, wie er sagt. Allerdings stellt er auch klar, dass er vieles, was da passiert ist, für menschenunwürdig halte. Gottschalk stellt sich auf Seite von Oliver Pocher. Während der 73-Jährige über Amira nichts Positives zu sagen hat, gerät er bei Olli regelrecht ins Schwärmen. Ich bin ein echter Fan von Oliver Pocher. Weil in diesem ganzen Gestrüpp von Menschen, die sich Moderatoren nennen, der Olli für mich ein blitzgescheiter und schnell reagierender Mensch ist, sagt er. Er ist überzeugt, der Comedian sei sich aufgrund seiner Herkunft für nichts zu